gepflegte Bodybuilding unterhalten. Hier ist Schwarzwald John, a.k.a. African Rhino. Heute wollen wir Beine ballern, erste Mal. Und danach meine, ja, erstmal ballern wir Beine. Zusammen. Und danach deine was? Meine Afro, Bro. I have to make it, Bro, Dennis. Wir haben den Winter, die Afro muss. Du musst dein Afro growen. Ja, ich habe einfach genommen und weg. Und dann Leute sagen, du musst Saum nehmen, du musst Aftershave nehmen. Das ist alles zu viel. Wo holst du denn deine Rasiertipp? Die meine Kollegen und so. Die haben mir gesagt, ich muss Rasierklinge, Saum nehmen oder Rasier. Sind das Deutsche oder sind das Afrikaner? Das ist Deutsche. Ja, das ist auch dumm, oder? Ein Deutscher sagt mir, wie ich meine Haare rasiert. Hier kommt erstmal meine M-Tot IAS. Das ist knapp. Ja, knapp gefüllt hier. Ich habe neue daheim, Dennis. Heute habe ich meine Daily nichts gemacht. Das heißt, kommt Daily auch dazu da rein. Sehr wichtig, immer gut riechen. Hier. Man könnte halt auch duschen. Weißt du, wenn du so redest, dann weiß man sofort, dass du Italiener bist. Warum? Dennis, das ist teuer in Deutschland. Muss man ein bisschen sparen, du verstehst nicht. Ich habe damals mit in Asylheim gewohnt, viermal geduscht am Tag, aber das geht nichts mehr bei mir. Du könntest auch im Fitnessstudio duschen. Weißt du, die gucken immer meinen Schwanz. Das gefällt mir nichts. Willst du ein bisschen? Nein, danke. Oh, ich habe nämlich meinen eigenen dabei. Ja, die ist besser. Ich habe deutscher Pass beantragt. Aber fast ein Jahr. Heute habe ich angerufen. Weißt du, haben mir gesagt, ja, wir brauchen immer noch die Achter vom Offenburg. Ja. Die was? Die Achter von meiner Achter. Die bekommen. Achte. Ich habe jede Ausländer, die wir haben, in unserer eigenen Achter. Akte? Ja, ja. Und müssen wir Petition machen. Deutscher Pass für John. Ja, ich glaube nicht, dass da eine Petition hilft. Das ist ja. Doch. Sollen wir eine Demo machen? Wir eine Demo. Wir gehen vor nächste, Bürgerbüro und machen. Weil nächstes Jahr ist die Bürgerwahl in Offenburg, Bürgermeisterwahl. Ja? Und ich will antreten. Weil ich habe 100% Chance, ich werde gewinnen. 100%. Würdest du für mich wählen? Ja, schon. Servus. Alles klar. Wie sieht es denn dann mit Korruption aus in deiner neuen Regierung? Ich feiere Korruption. Ja? Ja. Korruption ist normal. Ohne Korruption gibt es keine gute Ökonomie. Korruption muss da sein. Du gehst einfach rum und lässt dir also Geld zustecken und damit finanzierst du dann den Mindestlohn. Weißt du, wer es wir machen? Ich mache dir als Sportminister. Und du wirst Frauenminister. Er ist deutsch, er ist blaue Augen, Blondine, weißt du. Seit du hier hast angefangen zu arbeiten, du arbeitest immer nach. Aber du wirst einmal kontrollieren, seit du hier angefangen zu arbeiten. Warum? Weil einer Kanaken. Nein, weil einer Kanaken die Auto gefahren, deswegen, weißt du, was ich meine? Deswegen, die haben das kontrolliert. Aber Leute, die hier gearbeitet, die Immigranten-Hintergrund haben, die kriegen jeden zweiten Tag eine Kontrolle von Polizei. Aber du als Weißer, Blondiner, blaue Augen, du kriegst wenig Kontrolle. Sag mal, gib mal zu. Ja, stimmt schon. Ja? Ist richtig. Die Leute, die kontrollieren hier im Gym? Nein, draußen. Ach so, auf der Straße. So, if you look Ausländer, they control you always. Ich werde so oft. Sie sind einmal sogar hinter mir gerannt, wie. Wirklich, das ist crazy. Aber if you look blonde and blue eyes, it's okay. This is a sad story, aber ist okay. Und alles das will ich ändern. Take care, okay? Take care, bro. Jetzt mache ich Dinge. Beinpresse. Ich habe so einen Beinbeuger gemacht und Beinstrecker. Boah, mein Deutsch ist so krass geworden. Gut, oder? Hast du Deutschkurs gemacht oder warum bist du gut geworden? Viel Netflix geschaut in Deutsch. Was schaust du? Gerade was ich schaue, ist sogar Italienisch. Ja, dann schau doch auf Italienisch, damit du endlich bist Italienisch lernst. Aber und jetzt schaust du auf Deutsch, nicht Originalton in Englisch? Nee, in Deutsch alles. Ich hasse die Engländer. Wir sind Deutsche, wir hassen alle. So, hab ich gelesen ein bisschen über die Gesetzbuch und so halt. Weißt du, was ich meine? Ich kenne mal ein paar Gesetze und so halt. Wenn ich eine Anzeige bekomme, weißt du? Also praktisch, du bist jetzt praktisch schon Anwalt fast. Ja, ja, wirklich. Weil eine Backpfeife kostet, ich denke, 500 etwas. Eine Zehner kostet fast 2000. So. Weißt du, was ich meine? Normalerweise kann ich vor Gericht gehen ohne Anwalt. Und ich würde gewinnen. Doch. John, das würde ich dir nicht. Doch, guck mal, zum Beispiel. Ich habe mit ihm Stress. Habe ihm eine Backpfeife gegeben oder eine Kopfnuss und Zehner ist raus. Er zeigt mich an. Wenn eine Anzeige kommt, Polizei schreibt mir, lädt mich ein, ich gehe nichts. Ich habe nichts zu tun mit der Polizei. Zum S. Damals denke ich, oh, Polizei muss anladen, muss ich unbedingt was sagen. Nein, das stimmt nicht. Weißt du, was ich meine? Und dann sehen wir vor Gericht. Er wird nichts gewinnen. Obwohl ich ihm eine Kopfnuss gegeben und Zehner raus. Ich wollte nur sagen, dass ich ein guter Anwalt bin.
Aber ich zeig dir, ich war nichts vorgerissen wegen Kopfnuss, du weißt schon, oder? Also, das war jetzt praktisch. Lass mich geklärt, ich war nichts vor anderem, ich war nichts vorgerissen wegen. Moment. Nein, warte, bevor die Zuschauer denken, ich war vorgerissen wegen Kopfnuss. Ich war nichts vorgerissen wegen Kopfnuss. Ich war vorgerissen, weil ich Kampf meiner Sohn zu sehen. Das war ich vorgerissen. Und trotzdem habe ich gewonnen. Gute Antwort. War ich. Ich habe meinem Anwalt gesagt, du darfst nichts was sagen, lass mich die Sachen klären. Die war einfach da. Die haben nichts gesagt. Wir sind gekommen und der Anwalt hat mir gesagt, hey, Herr Gomez, soll ich dir was sagen? Du musst Jura studieren. Jetzt bin ich in Squad Rock. Jeder kennt diese Maschine hier. Diese Maschine hat mich fast zum früher Rente gebracht. Und jetzt, ich will die Maschine zeigen, dass ich wieder langsam zurückkomme. Warum ich die Bank nutze, dass ich einen Stopper habe, weil ich habe Angst. Mein Hamstring ist stark, ich kann selber stoppen, aber wenn ich selber stoppen, habe ich immer das Schmerzen. Ich kann die ohne. Auch wenn du ohne Gewicht machst, hast du Schmerzen? Nee, ich habe nicht Schmerzen, aber ich fühle mich in meinem Kopf, dass ich Schmerzen habe. Weißt du, was ich meine? Ich kann ohne, aber ich habe, I don't feel comfortable. Mhm. Weißt du, was ich meine? I'm nervous, I'm sweating now, guck mal. Ich bin für komfortabel. Nein. Ich bin einfach komfortabel. Das ist ein bisschen. Aber wenn das ist, wenn was passiert, ich kann sitzen, weißt du, was ich meine? Ah, oh, krass. Das ist bald. Guck mal hier. Was? Dass du den Fuß an den Arsch bekommst? Ja. Ich denke, das kann ich sogar heute, oder? Ja, da fehlt nicht viel. Weißt du, was ich mache manchmal? Ich habe viel zu tun mit manchen Büros und so. Ich rufe manchmal einfach und lache den einfach scheiße. Manchmal ist mir langweilig, dann rufe ich Jürgen an. Soll ich dir ein bisschen Arbeit geben? Oder Landesarm. Ich hab genug Arbeit, kann ich dir gerne geben. Okay, welche Arbeit würdest du mir geben? Was sind denn deine stärksten Skills? Meine stärksten Skills in Bausteller zu arbeiten. Ja? Ja. Wenn du eine Wohnung habe, wo ich kaputt machen kann, so demolieren und so. Baustelle aber, ist aber nicht demolieren. Baustelle heißt eigentlich bauen. Ja, ist alles unter Bausteller. Du willst nur kaputt machen? Ja, ich will auch einfach kaputt machen. Weißt du, was ich meine? Und du musst Schwarzgeld kommen. Ich kann keine Rechnung und so. So, what's the plan? Der Plan ist, to go to Straßburg and do my hair and look fresh. Wir gehen nach Straßburg. Ja. Yeah. In Frankreich. In Frankreich. Du hast doch Frankreich. Ich mag Franzosen nicht. Ich bin Deutscher. Ja, aber warum gehen wir dann nach Frankreich? Ich hasse alle. Einfach da ist viel Afrikaner. Ja, und die Afrikaner in Frankreich, die magst du auch nicht oder sind die okay? Nein, die mag ich denen nicht. Die denken, die sind Franzosen, obwohl die Afrikaner sind. Wie ist das, wenn du in Frankreich mit so Senegalesen Wolof redest? Das also reden die, haben die irgendwie andere Akzente in Frankreich? Ja, wegen der Franzosen. Zum Beispiel, die sagen Saba, obwohl die Nangadef sagen muss. So, they mix Wolof and French. Ja, Franzosen, ja. So wie in Servus, Eskala, so wie ich in Englisch und so. Ja. Ça va, et toi, pourquoi, les croissants, les... So, es geht nach Frankreich. Ja. Aber erstmal Madonna Santa. Irgendwie sieht die Straße ein bisschen dunkel aus. Ja, vielleicht meine Cyber und so. Nein, der Rest ist gebrannt, muss ich neu machen. Naja, ist aber schwierig, sich über die französischen Autofahrer zu beschweren, wenn wir hier mit neuen Fahrern fahren. Trotzdem, ich fahre ordentlich, weißt du. Ach so. Ich habe Twingo, ich fahre die ganze Zeit, in der Rest der Zeit würde ich LKW fahren und so. Ein schönes französisches Fahrzeug. Twingo? Ah ja? Echt jetzt? Renault. Das habe ich nicht gewusst. Dachtest du, Renault kommt aus Deutschland? Alter, das muss man wegschmeißen. Nein, habe ich nicht gewusst. Sollen wir mit Auto oder mit Tram? Tram ist einfacher. Ja, das meint er. Wir haben einen neuen Gast. Das ist die Mamadou aus Senegal. Wird er jetzt unser Dolmetscher? Ja, unser französischer Dolmetscher. Pourquoi les pôles, les bosolés, les oléos, aujourd'hui, on va où? Ah oui. On va dans un restaurant sénégalais. Ya. On va aller manger quoi, du tchèp?
Alle Chep, alle le Kachach, le Supakanya. Mon français, you bought it. Yo, c'est français, there about neck in neck. Wie bitte? Er sagt, mein Französisch ist gut. Der sagt gar nichts. Der sagt nur... Moment, du glaubst, dein Französisch ist gut? Ja. Du bist wirklich davon überzeugt? Ja. Von 1 bis 10, wie gut ist dein Französisch? 6,7. 6,7. Und dein Italienisch von 1 bis 10? 8. Mal war vom Kulo. War vom Kulo. Mein Deutsch ist 10. Dein Deutsch, ja, vielleicht. Okay, jetzt mal ernsthaft. Wie gut ist dein Wolof von 1 bis 10? Sein Wolof? 5,5. Weißt du, Deutschland ist schuld, dass wir solche Leute in Deutschland behalten müssen. Aber unsere Wolof ist ein bisschen so unterschiedlich, weißt du? Ja, klar. Das ist genau wie Schwäbisch und Hochdeutsch oder Badisch und Hochdeutsch. Und er redet Hochdeutsch Wolof oder Schwäbisch Wolof? Was redest du? Oder Sächsisch? Wir haben dich gefragt. Nee, aber die richtige Olaf dann kommt aus Senegal, weißt du? Und das ist ja. Deshalb weißt du? Die richtige Olaf kommt aus Senegal. Boah, ja, dann haben wir noch einen Boy. Senegal ist ein Rückleiter. Ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber ich habe ihn verstanden. Senegal ist ein Rückleiter. Fuck, das ist richtig, Mann. No boy, oder hat die gefüttert? Der Mann ist kaputt. Nur wenn der in der Ring Junge kaputt ist. Ja, Moment, wir gehen jetzt Haare schneiden. Ja. Yeah. Und dann in ein senegalesisches Restaurant. Ja. Yeah. Ist das, weil senegalesisches Essen besser ist als gambianisches Essen? Nein, weil Senegal ist Kolonie von Frankreich. Ja. Das heißt, es gibt mehr Senegalis in Frankreich wie Gambianer. Gibt es irgendwo in der Gegend ein gambianisches Restaurant? Wenn du in Großbritannien gehst, dann ist genug da. Nein, hier nicht, hier in der Gegend nicht. Nein. Gambianer mögen Deutschland nicht so wie... Gibt es in Deutschland ein gambianisches Restaurant? Vielleicht. Kennst du aber keinen? Nee. Business-Idee? Nein, ich habe keinen Bock. Ja, in ein Restaurant zu machen, kommt viele Afrikaner. Die kommen, die essen und bezahlen die gar nichts. Die nehmen immer Kredit. Bruder. Die essen und sagen, ja, Bruder, nein. Mach ich lieber ein Schnitzel-Restaurant, wo ich einfach mit deutschen Sachen mache, Schnitzel und so. Schnitzel? Und Zauberrad und so, weißt du, was ich meine? Schwein? Ja, muss man nicht sagen, mein Name, Boy? Man sagt, mein Name? Er fragt, er hat mich nie gesehen, dass ich Alkohol trinke. Ich habe nie gesehen, dass er dann wo Alkohol trinkt, so Bier Alkohol? Oder Alkohol? So. Ja, ich habe ihn nie gesehen. Manchmal. Ich hab gesehen, und das ist nicht schön. Ich hab besser, dass du das nicht erlebt hast. Er will sehen, muss ich mir eben einmal. Nein, wenn du dann irgendwo mal so trinkst, so weißt du, es geht ganz weit weg von dir. Ja, ja. Ich mach Abstand. Weißt du, er ist ein guter Muslim, er lügt nichts, er trinkt keinen Alkohol, er macht keinen Sex außer die Ehe. Er ist ein guter Muslim. Moment, du hattest doch letztes Mal eine deutsche Freundin. Ah ja, ich liebe nur Gott. Er heißt, mach so. Er heißt Dunkelmut. Bonjour. Wie ist er weiter? Jetzt, wir sind in Frankreich. Ja, Französisch bitte. Attends, geht mal, in Minute. Restaurant. Kollege, wie? Bist du gerade am Telefon? Ja, Mann. Alter, kannst du was in Französisch sagen? Bienvenue. Sag mal was, ich übersetze das in Deutsch. Ja, jetzt. Bienvenue aus Straßburg und in France. Wir sind in Frankreich, Straßburg. Und ihr wollt pour faire la coiffure de John? Ja, wir werden die Haare von John machen. Après, on ira au restaurant pour manger des plats africains. Danach gehen wir zu einem afrikanischen Restaurant und essen wir was Afrikanisches. Mashallah, 1! Kriegst du ein 1 von mir? Ich weiß, der kann nicht richtig reden, aber der kann alles verstehen. Ja, ich verstehe. Ja. Dennis, ich verstehe Albanisch, Deutscher, Kurde, Türken. Deutscher. Wir sind jetzt in Frisoladen. Hier kannst du dir auch an den Instagram-Post, kannst du dir deinen Wunschhaarschnitt aussuchen. Nein, nicht mehr so viel. After das Job. So viel. Ich muss einfach die Schere. Nur shape, sonst nichts. Und vielleicht hier ein bisschen weg. Das hätte ich ja machen können. Nee. Guter Linie kannst du nichts. Ja. Wenn ich was kann, dann gute Linie. Unsere Haare ist ein bisschen anders. Gute Linie, diese direkte Linie. So wie das hier. So wie das hier, kann ich. Ja klar, hier, einfach. Einfach gerade, du brauchst nur linear. Du machst so, als ob das jetzt so eine Wissenschaft wäre.
Das würde ich hinkriegen. Das würde ich auf jeden Fall hinkriegen. I just want good shape, good line. And here a little bit, because I'm coming maybe in 2 weeks time for your brother for the dress, you know. Now we don't need to cut. No. Just a good sip and here a little bit back. You don't even cut Frank Rice? Nah, Frank Rice is too much. What? Too much what? It's not a nice place, to be honest. Germany is nice. If you grow up here, if you grow up in France, you know France is sweet because you grow up, you spend most of your time in Germany. Germany is the best country in Europe. Think so? Yeah. I don't think it's the best country in Europe, huh? Where? I don't think it's the best country in Europe. When it comes to, you know, that the best country is in Luxembourg, bro. Luxembourg. I ain't gonna lie. They give you more money. Transport free. Yes. You know what I'm saying? Yeah. Everything is you don't pay anything for transport. Like you come back to France, you don't need to pay. You don't buy the endorsement. It's good, though. I ain't gonna lie. Yeah, that's okay. But it's fucked up. If you got no life, it's fucked up. You know what I'm saying? Take it out, or? Yeah, take it out, yeah. Don't learn English in Senegal? No, French in Senegal. Yeah. We do it in the school for 3 years. French? Yeah, junior school. You do it from class 7 to 9. Why you don't speak French? I don't like French people, to be honest. You're fucked up. Yeah, because of the history, colonial histories. And they are still fucking up Africa, you know, bro. I'm looking fresh, bro. Ich kann ein Mädchen anrufen und mal ein Date. Wir sind endlich in einem senegalesischen Restaurant. Es ist ein afrikanisches Restaurant, weil Senegal ist so, Gambia ist so. Weißt du, ich meine, wir haben gleiche Kultur, gleiche Sprache, gleiche alles und so. Und Senegal hat die beste Jollof Rice. Jollof Rice ist ein gebratener Reis mit Gemüse und mit Fleisch und so halt. Und viele aus Ghana und Nigeria immer sagen, oh, wir haben die beste Jollof und so. Aber originally Jollof kommt aus Senegal. Jollof, Wolof. Wolof ist eine Sprache, die heißt Wolof. Und damals, sie haben Slaven vom Senegal genommen und nach Ghana gebracht. Und die haben was gekocht. Und die Weißen haben gefragt, was heißt das? Und die konnten nichts Wolof sagen, dann haben die Jollof gesagt. Die Wort kommt aus da, weißt du, was ich meine? Aber lange Rede, kurzer Sinn. Chebu Yaba heißt Benachin und Benachin heißt ein Toff. Bena heißt eins, Chin heißt Toff. Das heißt, alles ist dann drinnen gemischt, ist nicht Soße getrennt und dann das Reis auch getrennt. Alles ist alles zusammen. Jetzt haben wir, unser Essen ist fertig, jetzt haben wir Benachin und das heißt Jollof Reis. Alter, das ist einfach ein anderer Name, Benachin und Jollof Rice. Ja, Benachin ist Wolof halt. Ja? Und wie nennt man das bei den Derengs? Also das heißt Provozierung. Wenn ich ja dann hier so haue, die sagen, das ist, weißt du, ich hab dich dann angegriffen und so, weißt du? Aber guck mal, pass auf, gell? Schmeckt das wie zu Hause? Das schmeckt besser. Das schmeckt besser? Ja. Was meinst du zu Hause bei mir? Ja, wie wenn du zu Hause in Gambia bist. Yes, meine Mutter, das schmeckt besser. Meine Mutter ist der beste Koch, was es gibt in der Welt. Guten Appetit. Boah, vielen Dank, Rick. So, du bist ja der wahre senegalesische Experte. Jetzt will ich mal dein Feedback hier. Ach, gibt's keine. Warte mal. Gucken wir mal. Was da gibt. Oh, heiß. Ja, ein paar Dings fehlt, aber die Dings da... Ein paar Gewürze fehlen oder was? Ja, aber kann man verstehen, weil das findet man jetzt hier in Europa, weißt du? Ja. Das findet man nur bei uns. Aber sonst perfekt. Wo ist bei uns? Bei uns, weil das ist original bei uns. Bei uns, du bist Deutscher. Er muss viel lernen, er kennt das deutsche Volk nichts. Wir sind anders, wir haben viel erfunden. Das heißt, Debi, das gebratene Fleisch. Aber die Gewürze auch macht das einfach da und das ist... Das ist einfach nur Fleisch mit Zwiebeln boy, drauf. Boy, Emmel. No, Emmel. Boy, Emmel. Boy, definitely. No.
Parce que Serigne Touba do fi nek yow kon yo xamoo tay di ngi yow tay ci restaurant bi yow ara fa ni wa nein nein war ich werde mal so bewerten guck mal was ist denn deine Sorge was er soll chillen er will mein essen es gegrüte Lamm ja aber die Soße ist einfach die Soße kannst du auch in deiner Reis bisschen machen und probieren. Wie diese Dibi, die wir haben bei uns, aber fehlt noch ein paar Sachen noch. Aber es schmeckt trotzdem. Vom daheim schmeckt besser, ja. Das ist, was ich dir meine in Afrika. Sehr wichtig, sowas zu haben. Mann, wir nutzen Klopapier nichts. Für ein Klopapier erstmal ist nichts gesund. Und zu zweiter, wenn du Wasser nutzt, das wenn du hier was hast und du nutzt Papier oder Wasser, weil wer macht sauber? Duschst du mit Klopapier oder duschst du mit Wasser? Deswegen, jeder muss sowas haben in deinem Toilette, dass du eine richtige, saubere Anal bekommst. Warum soll das vor? Weil es nervig. Hier ist schön, ne? Ja, hier ist Sommer, ist wirklich schön, alles sauber. Sommer? Ja. Dann kann aber man hier Winter, draußen sitzen. Ja, irgendwann. Muss man immer so drehen. So. Ja. Hast du jetzt, boah, ich hab hat deine African Power jetzt yeah, weg? Jetzt wieder 200 Kilo Kniebeugen. Alter, Dennis, ich sag dir was. Jetzt kann ich, boah, ey, das war geil. Das war echt verdammt lecker. Ja, das wirklich. Jetzt bin ich richtig. Jetzt genieß. Jetzt kann ich Michael Jackson. Aber leider, dann wird es sehr weit weg von mir. Jetzt kann ich. Sein was? Sein Bett. Ja, und dein Bett? Ich egal. Ich wohne in der Stadt. Der muss noch weiterfahren. Ach so. Der wohnt im Blau. Aber jetzt bin ich richtig. Jetzt kann ich, weißt du, vorhin konnte ich nichts kniebeugen. Ja, jetzt kann ich Pistol Squats. Jetzt kann ich sogar Pistol Squats machen. Sorry. Ich kann das so stehen, bis wir gehen. Wie gesagt, Leute, wir waren heute in einem afrikanischen Restaurant, das ist aus Senegal. Wie man sieht, das ist die Flagge vom Senegal. Und Senegal und Gambia, wir haben ähnliche Kultur, ähnliche alles und so halt. Wenn Leute Bock haben auf mehr afrikanische Restaurant oder soll ich was irgendwie probieren von anderen Ländern und so halt, einfach Kommentare und dann machen wir auf jeden Fall safe. In diesem Sinne, sollen wir das Video hier ändern oder ihn auf den Bock? Ich würde gar nicht ändern. Ich würde es beenden. Auf Wiedersehen, wir werden hier das Video beenden. Und wie gesagt, danke von jeder Zuschauer, danke von jeder Support und so halt. Ich schätze mich das sehr, sehr. Und ja, wie gesagt, das ist das nächste Video kommt. In diesem Sinne, nichts vergessen, liken, Kommentare und teilen. Und folgen. Und subscribe. Und alles machen.